Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf diesen heutigen Podcast wirklich nicht nur von meinem Herzen. Ich freue mich auf dieses Gespräch mit einer Frau, mit der ich noch nie gesprochen habe bis in diesen Moment hier. Tief aus meiner Seele, ich kann das nur so sagen. Und ich glaube, dass wir heute über etwas reden. Ich bin so gespannt, was aus diesem Gespräch wird, weil ich weiß überhaupt nicht, was daraus wird. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das unfassbar vielen Menschen heute in dieser speziellen Zeit hier helfen kann, wo wir uns tatsächlich mit der Frage beschäftigen, dass da der Tod viel näher sein könnte, als wir das immer vermutet haben. Also bevor ich das jetzt hier alles spannender noch mache, ich spreche heute mit der Frau, die ein Buch geschrieben hat, das heißt 9 Tage Unendlichkeit. Ich habe die letzten beiden Tage in absoluter Stille mit diesem Buch verbracht. Ich habe es aufgegessen, inhaliert. Ich bin mit diesem Buch verschmolzen. Und diese wunderbare Frau, mit der ich jetzt gleich hier mein Gespräch starte, heißt Anke Ewerts. Liebe Anke, es ist unser erstes Gespräch. Herzlich willkommen. Ich freue mich, wie du merkst. Liebe Eva, ist das eine tolle Begrüßung. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe jedes Wort von dir genossen. Also, das war wirklich eine tolle Geschichte, wie dieses Buch zu mir kam und was es dann auch mit mir gemacht hat. Bevor ich diese tolle Geschichte erzähle, ganz kurz möchte ich sagen, es ist mir ein riesengroßes Anliegen im Moment, die Menschen zu ermutigen, in dieser Zeit die Möglichkeit zu sehen. Und deswegen habe ich für den nächsten Mittwoch, den 8. April, habe ich, also jetzt in 2 Tagen, wenn unser Podcast hier erscheint, Mittwoch, 8. April, habe ich am Abend einen Abend, wo ich liebe Frauen alle Fragen beantworte rund um mein Sein mit dieser Zeit, rund um das, wie ich damit umgehe und wie ich das alles sehe. Und dass ich glaube, jetzt ist mehr denn je die Zeit, dass sie tatsächlich die Schöpferin ihres Lebens sind. Und ich bin mir sicher, ganz viele Fragen darum, dass sie jetzt in dieser Zeit machtvoll sind, werden heute im Podcast beantwortet. Und alle, die heute nicht beantwortet werden, Mittwochabend, wir alle zusammen einen Abend, einfach anmelden über die Webseite. Und ich werde auch eine Meditation an dem Abend machen. Also ich lade alle Frauen herzlich ein zu unserem Abend, dass wir die Schöpferin sind, auch in Krisenzeiten. Ach, wie schön. Super, super, super gut. Liebe Anke, also meine allererste Frage an dich, bevor wir darüber reden, was du da für mich so besonders in diesem Buch geschrieben hast, für alle, die es noch nicht kennen, aber ich vermute, viele kennen das Buch ja auch schon. Hast du im Moment Existenzängste? Hast du Angst vor dem Tod gar im Moment? Oh nein, oh nein. Wie könnte ich? Nein, die Zeit im Moment erinnert mich sogar ganz, ganz stark an diesen Unfall und an das Geschehen, was da kam. Ich fühle mich zurückversetzt in diese Phase. Nur, dass es jetzt nicht mit mir alleine geschieht, sondern global. Ich bin eigentlich total begeistert, wenn ich auf all das gucke, was hier mit uns Menschen geschieht und welche Chancen wir hier gerade haben. Ja, also mir geht es genauso. Ich bin im Moment so friedvoll und so dankbar, wie ich es lange nicht mehr war. Aber das ist natürlich sehr schwer, erstmal zu vermitteln, weil, um zu erzählen, wieso du so freudvoll jetzt bist, wenn der Tod in unsere Nähe rückt. Liebe Anke, vielleicht erzählst du mal, worum es in diesem Buch 9 Tage Unendlichkeit geht und was du
erlebt hast. Ich bin mir sicher, du hast das schon öfter erzählt, aber wir müssen es hier unbedingt mit den Menschen nochmal teilen, was dir geschehen ist. Liebend gerne. In diesem Buch nehme ich den Leser auf eine Reise mit, und zwar auf meine ganz persönliche Lebensreise. Ich war ein sehr angstvoller Mensch, ein sehr unglücklicher Mensch. Ich hatte viel Geld, war sehr erfolgreich, weil ich sehr gut funktioniert habe, war aber innerlich absolut leer. Und das Wort Erfüllung oder auch Liebe waren für mich nur Worte. Ich wusste mit diesen Worten gar nichts anzufangen. Ich habe das nicht fühlen können. Und wurde sehr depressiv und war Workaholic und so. Und es steigerte sich dann in eine Zeit, wo ich eigentlich nur nach oben geschrien habe: Meine Güte, Herr, zeig mir doch endlich, wer ich wirklich bin. Das kann doch nicht der Sinn meines Lebens sein. Und es dauerte nicht lange. Man soll also wirklich aufpassen, was man sich wünscht. Es dauerte nicht lange, ich glaube, es war ein Tag oder so, als ich dann abends meinen Kamin anzündete und plötzlich meine Kleidung anfing zu brennen. Und zwar von den Füßen nach oben. Ich hatte aus Versehen einen falschen Anzünder genommen. Und ich habe versucht, dieses Feuer an meinen Hosenbeinen auszuklopfen. Und ich erreichte damit aber nur das Gegenteil. Es wurde alles immer mehr und stieg an mir hoch, bis dann auch die Arme und der Oberkörper brannten. Ich hatte sehr lange, sehr dichte Haare, die fingen Feuer. Und irgendwann kam dieser Moment, an dem ich keine Luft mehr bekam, weil ich wie eine brennende Fackel in unserem großen Wohnzimmer stand. Und es war alles nicht mehr zu kontrollieren. Ich musste also, ja, oder anders ausgedrückt, es kam dieser Moment, wo ich mich hingeben musste an etwas Höheres, an eine Schöpfung. Und ich kann mich noch erinnern an diesen Gedanken: Herr, mach mit mir, was du willst. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Und mir war vollkommen klar, dass ich sterbe, dass ich ersticke an diesem Feuer. Und in dem Moment, als dieser Gedanke in mir auftrat, katapultierte es mich aus meinem Körper heraus. Und ich wurde zu einer Art Zuschauerin, also es gab mich dann zweimal. Ich guckte meinem Körper zu, wie er brannte. Ich guckte zu, wie mein Sohn ins Wohnzimmer stürzte und sich da auf seine brennende Mutter warf und beobachtete, wie sie meinen Körper dann nach München in die Klinik gebracht haben. Und wurde dann im Krankenhaus, wartete ich eigentlich darauf, dass irgendwas passiert. Also erstmal fiel mir auf, dass mich keiner wahrnahm, dass die Ärzte mit mir nicht geredet haben, sondern sich immer nur um meinen Körper kümmerten. Das habe ich gar nicht verstanden, weil es ging mir fantastisch. Es ging mir richtig gut. Und habe dann darauf gewartet, dass so ein Tunnel kommt oder meine Oma oder irgendjemand, der mich abholt, weil mir ganz klar war, ich bin tot. Auf jeden Fall dauerte es dann wohl eine gewisse Zeit, bis sich plötzlich im Krankenhaus die Energie um mich herum veränderte und eine unglaublich lichtvolle und gehaltvolle Präsenz sichtbar wurde, die mich ansprach und die mir sagte: Anke, es gibt für dich hier im Moment nichts zu tun, deinem Körper geht es gut. Aber dir würde ich gern etwas zeigen. Und der nahm mich dann in sich auf, oder möchtest, das war wie die unfassbarste Umarmung, die man sich vorstellen kann, und zog mich dann in seelische Welten. Und
Und ich hatte so viele Fragen, weißt du, ich wollte so viel wissen. Ich wollte wissen, warum ich so unglücklich war vorher, warum es Menschen gibt, die ihr Leben so leicht leben, warum es andere so schwer haben, was das alles für einen Sinn hat und was es mit dem Bewusstsein auf sich hat und so. Und ich hatte die große Gnade, 9 Tage in diesen Welten verbringen zu dürfen, mich von diesem geistigen Lehrer dort schulen lassen zu dürfen, der mir alles erklärte, der mich in alles hat eintauchen lassen. Und mein Körper lag in dieser Zeit 9 Tage im Koma mit schwersten Verbrennungen, also 2. und 3. Grades, vor allem im Gesicht und an den Händen. Und nach 9 Tagen, also ich glaube, dass es nach 9 Tagen war, fragte mich mein Lehrer dann, ob ich bereit sei, in diesen Körper zurückzugehen. Und ich habe mich erstmal furchtbar geweigert, mit Händen und Füßen, weil ich überhaupt nicht mehr in dieses schwere und depressive Leben zurück wollte, das ich kannte. Ich hatte furchtbar Angst, diese Verbindung zu verlieren, die ich dort erfahren hatte. Und ich hatte auch Angst vor diesem entstellten Körper. Und er versprach mir aber dann, dass ich die Verbindung niemals verlieren kann und dass mein Körper auf sehr wundersame Weise heilen wird. Und ich bin dann nach 9 Tagen sehr bewusst in meinen Körper hineingeflossen, in seine Zellen, in seine Organe. Ich habe das Gefühl, ich bin dort erst wirklich inkarniert, vollständig inkarniert. Ich habe so das Gefühl, ich habe alles, was meine Seele ausmacht und all diese Qualitäten, die uns zur Verfügung stehen, habe ich das erste Mal vollständig in diesen Körper hineingezogen. Und seitdem ist mein Leben, ja, also wenn ich jetzt sage, um 180 Grad anders, reicht das gar nicht. Mhm. Es hat nichts mehr mit dem Leben zu tun, das ich vorher gelebt habe. Es hat sich alles gewandelt. Und wenn du jetzt den Menschen, die da sitzen und sich fragen gerade, was wird mit mir, was wird mit meiner Gesundheit, was wird mit dieser Welt, was kannst du sagen, was du erfahren hast, als du die Kontrolle, nachdem du die Kontrolle verloren hast, was geschieht dann mit einem Menschen? Was kann geschehen im allerschlimmsten Fall, Anführung, nämlich wenn man sogar dem Tod begegnet? Oh, das sind ganz viele Fragen in einem. Ja, na klar. Das ist ganz interessant, weil genau das habe ich gerade auch gemerkt. Während ich dir zuhörte, kam eine Frage nach der anderen. Ich merkte, das ist alles wie ineinander verwoben. Und es ist so spannend, weil ich bin immer ein bisschen auch, wie soll ich sagen, die Energie dessen, mit dem ich spreche, der macht immer was mit mir. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich auch so aneinanderhängend irgendwie fühle und frage. Also müssen wir das ein bisschen auseinanderfisseln. So, kein Problem. Also das Erste, was ich dort, oder das Allerwichtigste, was ich in dieser Erfahrung gemerkt habe oder gelernt habe, ist, dass ich in meinem ganzen Leben immer mein schlimmster Gegner war. Mhm. Weil ich mich eben nicht hingegeben habe, weil ich immer gedacht habe, ich muss alles kontrollieren und weil ich überhaupt nicht wusste, was Vertrauen überhaupt heißt. Und ich habe dort so stark gelernt, was Hingabe bedeutet, was es bedeutet, loszulassen, nämlich einfach nur diesen Kampf aufzuhören, diesen mentalen Kampf oder diese Kontrolle. Und genau das ist das, was ich am allermeisten jetzt empfehlen würde oder raten würde. Vertraut darauf, dass all das einem großen, großen übergeordneten Sinn folgt. Ich habe erlebt in diesen 9 Tagen, dass nichts, was in unserem Leben geschieht, zufällig geschieht.
rein gar nichts. Ja. Es hat alles einen Sinn. Es folgt allem, alles, was geschieht, folgt Entscheidungen, die wir treffen, folgt unserer Aufmerksamkeit. Und wenn so ein globales Ereignis, so eine Neugeburt, so was Radikales passiert wie im Moment, ist es immer von höchster Stelle geführt. Wie kommst du darauf, dass das eine Neugeburt ist und nicht der komplette Zusammenbruch, werden viele Menschen sich fragen? Ich glaube, Zusammenbruch sehe und fühle ich überhaupt nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass da so eine Art Kartenhaus zusammenbricht. Und ich glaube auch, dass das bitter nötig ist, dass alte Strukturen fallen, dass alte Systeme fallen, um etwas Neuem, um etwas Kreativem, um etwas wertvollerem Platz zu machen. Unsere Gesellschaft ist so auf Macht und Ohnmacht aufgebaut und auf diesen ganzen Geldsystemen, dass die wundervolle Jugend kaum eine Chance hat, gegen diese alten Machtinhaber anzukommen. Ich glaube, dass da jetzt sehr viel Altes in sich zusammenfallen darf, damit was ganz Großartiges Neues entsteht. Was würdest du sagen, die alte Anke, was ist da zusammengebrochen in diesem Feuer? In allererster Linie mein Funktionieren. Ich war Workaholic. Ich hab immer nur auf andere geguckt. Ich habe mich selbst übersehen. Ich habe nie darauf geachtet, was sich für mich gut anfühlt, sondern immer nur nach meinem Kopf gehandelt. Habe immer nur das getan, von dem ich dachte, dass es die Umwelt von mir erwartet. Und habe mich dann gewundert, dass sich mein Leben immer schwerer angefühlt hat. Das war ein Gefühl, als würde ich in eine Sackgasse rennen mit offenen Augen, die aber immer enger und dunkler wird. Und ich habe meinen Ängsten geglaubt. Ich habe meinen Gedanken geglaubt. Und das ist bei mir zusammengebrochen. Ich folge seitdem nur noch meinem Gefühl. Ich vertraue meinem Gefühl. Ich weiß, dass mein positives Gefühl für mich das größte, tollste Navi ist, was mich mit meiner Seele verbindet. Und genau aus dem Grund habe ich im Moment überhaupt keine Angst vor gar nichts. Und wenn ich jetzt hier sitze zu Hause und ich habe gerade Angst, meinen Job zu verlieren und frage mich, wovon soll ich meine Miete bezahlen? Oder ich habe Angst, dass ich krank werde, was sagst du dann? Also in erster Linie sind diese Ängste ja überwiegend immer eine Angst vor etwas Unbekanntem, etwas nicht Kontrollierbarem. Mhm. Und genau das ist mir ja auch passiert. Ich konnte das Feuer nicht kontrollieren und ich bin dann in etwas vollkommen Unbekanntes katapultiert worden. Also die Angst vor dem Tod, die kann ich den Menschen nehmen, weil es ist, der Tod ist in keiner Weise ein Ende, sondern eigentlich wesentlich leichter und wesentlich schöner, als man es sich vorstellen kann. Das Tolle ist, dass wir uns dort, auch wenn wir keinen Körper mehr haben, noch genauso fühlen wie jetzt. Also ich hatte immer noch das Gefühl, zwei Beine zu haben oder Hände zu haben, aus meinen Augen zu gucken, obwohl ich diesen materiellen Körper nicht mehr hatte. Und dann tauchte ich ja in diese seelischen Ebenen ein und ich verstehe die Sehnsucht der Menschen, dass ganz viele sagen, mein Gott, warum bist du denn zurückgekommen? Was ist denn an diesem Leben hier so schön? Ja, was ist Und das ist für mich so die tollste Erkenntnis, dass es in den seelischen Ebenen auf
Dauer, und jetzt bitte nicht lachen, relativ langweilig ist. Ja. Denn immer nur Bedingungslosigkeit und immer nur Liebe und immer nur Ausdehnung und Verbundenheit, das ist am Anfang irre, irre genial. Aber irgendwann vermisst man dieses materielle Leben hier. Mhm. Es gibt dort keine Herausforderungen zu meistern oder einen Streit und dann versöhnt man sich hinterher wieder oder irgendeine Angst zu, wie sagt man dazu, zu durchbrechen und hinterher dieses geniale Gefühl zu haben, hey, ich habe es geschafft, ich bin gewachsen. Das gibt es dort alles nicht. Einen Menschen zu umarmen, diese Nähe zu spüren, das Leuchten in den Augen zu sehen, das gibt es dort nicht. Was es dort gibt, ist eine grenzenlose Verbundenheit, einen Zustand oder Zustände. Und ich habe für mich gelernt, dass wir das alles, was es in den seelischen Feldern gibt, dass wir das hier als Mensch auch spüren. Wir haben das auch oder können das auch haben, wenn es uns, sobald es uns bewusst wird, und haben aber zusätzlich diese materiellen Welten zur Verfügung. Also wir haben hier als Mensch etwas zusätzlich. Und was mit deiner Erfahrung, wozu können wir diese Zeit jetzt hier gerade nutzen? Ach Gott, wir dürfen Hingabe lernen. Wir dürfen Vertrauen lernen. Mein Gott, wir sind doch so lange auf diesen Zeitpunkt vorbereitet worden, Eva. Es ist doch schon so lange bekannt, dass ein Wandel bevorsteht. Dass alte Strukturen brechen werden. Und dass wir genau jetzt das unter Beweis stellen dürfen, was wir bisher gelernt haben. Nämlich zu vertrauen und uns hinzugeben. Und wenn du das versuchen würdest, so praktisch wie möglich, also ich verliere jetzt zum Beispiel meine Arbeit oder irgendwas, was mir lieb und teuer war oder was auch immer da geschieht, ich kann bestimmte Dinge nicht mehr tun. Wie kannst du jetzt jemandem sagen, pass auf, Hingabe, was soll jetzt dieser Mensch tun? Oder eben auch nicht tun? Gar nichts. Erstmal gar nichts. Denn nehmen wir an, man verliert eine Arbeit oder bei mir zum Beispiel, ich bin selbstständig, bei mir brachen diese ganzen Seminare weg. Es brach ganz viel plötzlich aus heiterem Himmel zusammen. Und da habe ich als Mensch immer die Wahl. Ich kann jetzt in die Angst gehen und kann anfangen, ganz viel kontrollieren zu wollen. Oder aber ich kann es lassen. Ich kann meine Aufmerksamkeit auf diese geschenkte Zeit richten und auf diese positive Chance, dass ich bei mir jetzt mal gucken kann, will ich das alles überhaupt noch? Ja. Brauche ich das überhaupt? Ist das überhaupt meins? Oder gibt es vielleicht für mich persönlich einen ganz anderen Bereich, in dem ich mich so gerne ausdrücken möchte? War die Arbeit überhaupt erfüllend? Oder war es nicht vielleicht schon lange an der Zeit, dass mir mal geholfen wird, dass ich da raus kann und für mich einen Neuanfang in die Wege leiten kann. Und wie würdest du den Menschen jetzt, was machst du im Moment in dieser stillen Zeit? Was machst du da? Was können andere da tun jetzt, wenn sie bereit sind, loszulassen und sich für das Neue zu öffnen? Was kannst du ihnen sagen? Was kann Anke aus ihrem Leben da weitergeben? Was könnte man Gutes tun oder eben immer auch nicht tun? Also ich
Ich persönlich nutze die Zeit, um ganz klar in mich zu gehen und zu fühlen. Ich habe jetzt, dieses Buch wird heute ein Jahr alt, nein, morgen ein Jahr alt. Und in diesem Jahr ist so viel mit mir passiert. Ich habe gelernt, Vorträge halten zu dürfen oder Seminare zu geben. Und das war alles ganz neu. Und ich habe jetzt Zeit, das alles mal Revue passieren zu lassen, um zu gucken, was von dem allen möchte ich? Was fühlt sich für mich gut an? Ah, ja. Das würde ich jedem empfehlen. Wir sind alle so voll und unser Kopf, der möchte jetzt unbedingt etwas tun. Der will unbedingt aktiv werden. Wie als würden wir in einem Meer schwimmen, dann wollen die Arme rudern, um ja nicht zu ertrinken. Und wie geht es dir, weil meine Erfahrung mit dem Leben ist, also ich habe auch dem Tod ins Auge geschaut, nochmal anders als du, da würde ich gleich gerne auch nochmal mit dir drüber reden. Ich habe ihm ein paar Mal ins Auge geschaut, einmal war ich auch bei ihm, bin dann auch wieder zurückgekommen. Also so dieser Umgang mit dieser Situation ist mir sehr vertraut. Und ich habe heute zum Beispiel Anja Matschkus, mit der ich hier so meine ganze Frauenwelt zusammen aufgebaut habe, meiner Mitarbeiterin, habe ich zu Anja gesagt, weißt du, es war so was Komisches. Letztes Jahr passierte es, dass ich bestimmte Dinge in meinem Leben anfing, in einem Jahr im Voraus zu planen, dass du mir sagtest, weißt du, und das machen wir nächstes Jahr im November alles ganz genauso. Und dann haben wir jetzt die Strukturen und dann müssen wir die nur nächstes Jahr im Mai, müssen wir die dann auch wieder so nutzen. Und ich hörte das und ich erlebte das um mich rum. Und ich weiß, wie ich ganz leise, aber so diffus, dass es mir selbst gar nicht bis ins volle Bewusstsein kam, dachte, das ist ja seltsam, das ist doch gar nicht dein Leben, Eva, dass du das vorplanen kannst. Hab sie da getan und hab gedacht, ach toll, dann fängt jetzt eine neue Phase in deinem Leben an. Du bist jetzt irgendwie in so einem sicheren Fahrwasser. Mhm. Und schwupps kam diese Zeit. Und heute sagte ich zu ihrem Telefon, Anja, das geht gar nicht, dass wir jetzt irgendwas noch vorplanen. Das ist nicht mein Leben. Und das, was ich dann so mit ihr besprach, war, dass es auch nicht, und da ist meine Frage, gibt es tatsächlich einfach nur die Anke vor dem ganzen Geschehen und nach dem Geschehen? Oder ist nicht auch die neue Anke, die da wiedergeboren wurde, auch eine, die sich weiter immer wieder wandelt? Sie wandelt sich permanent weiter und doch ist etwas ganz klar geblieben. Ich plane zum Beispiel gar nichts mehr. Ja, das war heute auch meine schlaue Erkenntnis. Ich plane, seit damals plane ich gar nichts mehr. Und damit haben viele Menschen, die Struktur brauchen, haben damit wirklich ein Problem. Hm. Weil ich bin dadurch natürlich nicht zuverlässig. Aber ich folge so radikal und strikt meinem Gefühl, meiner Intuition, dass ich, ja, dass es sehr gut sein kann, dass ich gestern etwas gesagt habe und es schmeiße ich heute über den Haufen, weil es sich nicht mehr gut anfühlt. Und das ist für mich aber der einzig lebbare Weg. Alles andere ist Kopfplanerei, es ist der Denker. Und ich kann sowieso nicht mehr richtig nachdenken. Also ich vergesse ganz, ganz viel. Alles, was vor 5 Minuten war, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Und alles, was in 5 Minuten ist, interessiert auch mich auch nicht. Also dazu, ich mache mein Standardwitz ist, ihr wisst, ich habe Alzheimer. Das sage ich eigentlich jeden Tag mehrfach. Oh, das muss ich mir merken. Das ist Und ich weiß ganz genau, dass ich weder Alzheimer habe, noch irgendwie Gedächtnisschwund, noch irgendwelches Kalk in meinem Gehirn. Ich weiß einfach durch meinen Entwicklungsweg, meine viele Meditation, meine ganzen Entscheidungen, den Weg meiner Seele zu gehen, wird dieser Verstand kriegt eine ganz andere Funktion. Und
Und ich weiß, als ich zum ersten Mal von Eckhart Tolle gehört habe, dass er hat überhaupt keine Verwendung mehr für die Vergangenheit. Ja. Und da dachte ich, jups, das ist ein schöner Satz. Und ich weiß, dass ich mal von Byron Katie, deren Assistentin wurde irgendwo interviewt, und die sagte, also es wäre schlicht so die Zusammenarbeit mit Byron Katie, dass man mit ihr irgendwas verabreden würde und dann stünde sie plötzlich irgendwo und würde sagen, oh, das ist interessant, und dann würde man als ihre Assistentin sagen, aber du weißt schon, wir haben doch verabredet. Und dann würde Byron Katie sagen, oh, dieser Moment, der ist jetzt der Ausgang für meinen nächsten Schritt. Und dann wäre sie auch überhaupt nicht mehr erreichbar. Und ich weiß, dass du das jetzt auch sagst, dass ich das erlebe, dass dieses mich anheimgeben, an diesen Weg wirklich dazu führt, dass ich regelrecht erschöpft werde, wenn ich in diesem Kopf bleibe und dieses ganze Zeug, was er da alles abspeichern will, versuche zu behalten oder gar in dessen Strukturen Entscheidungen zu treffen. Es wird für mich immer mühseliger. Das mache ich gar nicht mehr. Also bei mir ist die oberste Instanz das Gefühl. Mhm. Und das war eben in meinem alten Leben überhaupt nicht. Das ist bei mir so spannend, dass ich früher überhaupt nicht auf mein Gefühl gehört habe und nur auf den Kopf. Und jetzt ist es radikal anders. Und auch oft, wenn der Kopf sagt, Mensch, du müsstest aber jetzt und du solltest doch, sobald das Gefühl Nein sagt, lasse ich es. Ich mache es einfach nicht. Und ich fahre damit wahnsinnig gut, weil ich ganz viele Dinge, die mich früher sehr viel Kraft gekostet haben, die fallen einfach weg. Sag mal Beispiele für all die, die jetzt denken, die beiden sind nicht mehr ganz bei Trost. Was erzählen die da? Wie soll ich mein Leben hinkriegen? Oh Gott, sag mal Beispiele. Ich kann es jetzt nur so aus meinem Job sagen. Ich hätte wahrscheinlich wahnsinnig viele Artikel geschrieben oder ich hätte irgendwelche bestimmten Dinge getan, nur weil andere sagen, das muss man jetzt machen in dieser Zeit. Wäre unglücklich geworden oder hätte gemerkt, es setzt mich sehr unter Druck und hätte dann wahrscheinlich hinterher viel Zeit gebraucht, um mich wieder aufzutanken. Zum Beispiel, ich kann schwer Beispiele geben, weil es in meinem Leben nicht mehr vorkommt. Ja, und jetzt sagen die, naja, aber du musst ja irgendwie, ne, du musst ja dein, was weiß ich, trotzdem musst du ja irgendwo von leben, du musst ja irgendwie deine Steuern bezahlen, du musst gucken, ja, dass dein Kühlschrank voll ist, irgendwie musst du das ja hinkriegen, und wenn du da so chaotisch aus dem Moment heraus entscheidest, wie geht denn das? Was machst du, wenn dein Kühlschrank leer ist, weil du einfach nicht eingekauft hast? Das geht ganz wunderbar. Also erstmal ist er nicht leer. Aber ich kenne auch diese Zeiten. Ich kenne auch absolute Armut. Ich habe so ein Leben der Extreme. Und ich habe für mich gelernt, das A und O ist, dass die Menschen rausfinden dürfen, was begeistert sie, was macht ihnen Freude, wo können sie ihre eigenen persönlichen, wundervollen Qualitäten einbringen. Und es ist doch egal, ob es Kindererziehung ist, dann würde ich mich in der Kindertagesstätte bewerben oder ich würde eine Ausbildung machen oder ob ich gern fotografiere oder Gemüse züchte, Bio, und dann meine eigenen Marmeladen an Reformhäuser verkaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich würde versuchen, meine Qualität tatkräftig umzusetzen, also damit etwas zu tun. Und ich habe erlebt, nicht nur bei mir, sondern auch bei ganz vielen Menschen, die ich begleitet habe, dass da wirklich wundervolle Kreationen plötzlich entstanden. Ja. Und auch Koinzidenzen ja plötzlich eintreten, für die vorher überhaupt kein Raum war. Genau, plötzlich scheint etwas, eine höhere Instanz scheint die Führung zu übernehmen. Als gäbe es da jemanden, der sagt, na endlich hört sie auf oder hört er auf sein Gefühl, und plötzlich treffen sich die richtigen Menschen, man bekommt die richtigen Angebote, man hat tolle Ideen,
man lernt dazu, man ist plötzlich glücklich, da kommt eine Kreativität in einem auf, die vorher nie da war. Was für ein Geschenk. Und es gibt Möglichkeiten, ja auch mit, nochmal nicht, dass die Leute denken, jetzt sitzen hier die beiden vollkommenen Träume lesen, nur es gibt ja auch Möglichkeiten auf diesem Weg, die vorher einfach man überhaupt nicht gesehen hat mit seinem begrenzten Denken. Also ich habe meinen beruflichen Weg mehrfach radikal unterbrechen müssen, weil einfach mein Herz gesagt hat, das geht hier gar nicht mehr. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, wo du eben sagtest, Armut. Ich weiß, ich war mal Managerin mit 2 Sekretären, Sportwagen und Penthouse und bin da, das war noch keine Begegnung mit dem Tod, aber es war einfach ein kompletter Zusammenbruch meines Nervensystems eines Morgens in diesem Büro, wo die sozusagen die Diskrepanz zwischen meiner inneren Wahrheit, und das ist zum Beispiel so ein Moment, den ich ganz oft erlebt habe in meinem Leben. Ich konnte wie du unfassbar funktionieren, wie ein Soldat. Ja. Und es immer wieder gab es in mir diese Stimme, die was sagte, und der Soldat hat funktioniert, immer weiter. Und ich weiß, es gab in diesem Manager-Dasein, das war aber schon meine zweite berufliche Karriere, die ich abbrechen musste, gab es so einen Moment, wo ich einen Vortrag halten sollte über die Errungenschaften meiner Abteilung. Und ich glaubte nicht mehr, dass diese Abteilung irgendwelche Errungenschaften vor meinem Herzen hatte. Sie hatte vielleicht äußerlich welche. Und ich weiß, ich wollte tatsächlich, obwohl es mir seit Tagen den Magen rumdrehte, da antreten und vor irgendwie 200 Menschen, ich habe damals in so einem Nachwende ehemaligen Ostbetrieb Kommunikation aufgebaut, und ich sollte jetzt lauter PR-Leuten aus der ehemaligen DDR erzählen, wie man das so toll machen könnte wie unsere Abteilung. Und ich wusste, ich halte das alles für eine Lüge, was hier ist. Es ist alles nicht richtig. Und ich bin einfach zusammengebrochen. Von einer Sekunde auf die andere ist mein Nervensystem zusammengebrochen. Ich lag zuckend und spuckend auf dem Boden und es war vorbei. Und ich weiß, ich habe dann tatsächlich geschafft, was ich vorher nicht geschafft hatte, nämlich zu kündigen. Das wollte ich schon seit Monaten. Ich habe es dann endlich getan, nachdem die Sanitäter mich nach Hause gefahren haben. Und ich weiß, der Moment, alles war weg. Ich hatte nur noch Arbeitslosengeld, meine Wohnung, mein Auto, alles war weg. Ich hatte ein Fahrrad und eine Wohnung, die ich selbst gerade am Streichen war, ohne Heizung. Und ich hatte von einer Freundin einen alten Drehstuhl als Schreibtischstuhl bekommen. Und saß auf diesem Stuhl und drehte mich wie ein Kind im Kreis und hatte Gefühle von Leben, von denen ich seit Jahren nicht mehr wusste, dass es sie gibt. Ja. Und da, von da ab gab es diese Koinzidenzen, weil Raum war für die wahre Quelle, das ist das. Und liebe Frauen, wenn Sie uns hier zuhören, das ist eine Sache, über die ich ja wieder und wieder mit meinen ganzen Liebe kann alles Frauen rede. Es gibt das wahre Wesen in uns. Und deswegen ist mir das Gespräch hier gerade auch so heilig, weil dieses wahre Gewesen, das ist in den allermeisten von uns wie einbetoniert, wie zum Tode verurteilt in einem Betonklotz. Und wenn es herauskommt, dann führt es uns. Eva, es will herauskommen. Wir sind deswegen da, weil es ausgedrückt werden möchte. Ja. Und wenn wir so dagegen arbeiten, wenn wir ihm das nicht erlauben, dann führt es ganz oft zu einem Drama. Bei mir war es dieser Brandunfall. Bei dir war es ein Zusammenbruch. Bei jemand anderem ist es vielleicht eine Krankheit oder ist es irgendwas, oder eine Arbeitslosigkeit. Ich weiß aber, dass diese Dramen nicht nötig wären. Ah, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Ja. Wir brauchen es doch nicht so zum zum Exzess treiben, sondern wir könnten jetzt diese Zeit nutzen und mal in uns gehen, um so ein Drama abzuwenden. Denn dieses wahre Wesen, diese höhere Instanz, die will gelebt werden. Deswegen sind wir hier. Das ist der Sinn und Zweck eines Menschenlebens. Aus meiner Sicht.
Aus meiner auch. Und dazu gehört es aus meiner Sicht, dass wir auch bereit sind, weniger ich zu werden. Was immer so für mich, ne, auch so mit meiner, ne, dass ich meine, mein Alzheimer, da, das führt ja auch dazu, dass diese Eva-Figur nicht mehr so fest ist. Und da ja auch unser Planet aus meiner Sicht ein absolut lebendiges Leben ist, das ist also wie so ein riesenhafter, ne, so wie wir kleine Menschen lebendige Wesen sind, so ist es auch ein lebendiges Wesen. Und dieses Wesen, das will auch sein wahres Wesen gerade leben. Und das heißt, alles wird weniger dicht im Moment. Diese alten, der Beton, der kriegt Risse. Und das ist die Möglichkeit gerade. Aber ich glaube, dann ist es wichtig, und das finde ich nochmal ganz spannend, aus deinem Erleben, weil ich zum Beispiel, ich bin so in so ein Nahtoderlebnis gegangen bei der Geburt meiner Tochter. Da hatte eine 1+ für die bestvorbereitete Gebärende und hatte alles gelesen, und es sollte also möglichst Hausgeburt und 3 Globuli und also diese Seele sollte in vollkommen Frieden auf die Welt kommen. Es war ein Riesenspektakel mit zum Schluss einem Kaiserschnitt, den ich nicht wollte. Mhm. Dann bin ich irgendwie weg gewesen. Und das für mich Faszinierende, also die eine große Neugierde von mir war auch, als ich dieses Buch gelesen habe und auch jetzt für unser Gespräch, ich habe dann diese Erfahrung gemacht, wie dieser Beton sich löst und wie du ja auch im Buch mal wieder sagst, man kann es so schwer beschreiben, diesen Auflösungsprozess und diese gleichzeitig unendliche Verbundenheit und Liebe und dieses Allseins, wenn dieses Ich sich auflöst. Bei mir bin ich aber eben nicht 9 Tage in so einer, zumindest nicht von meinem Bewusstsein mit erlebten Schulungen gewesen, sondern ich bin einfach in diesem Zustand gewesen, der mir einmal die Erfahrung gegeben hat, was da ist. Und dann bin ich, und ich weiß noch, eins meiner Gefühle war, ich hole meine Tochter ab. Das war so ein ganz starkes Gefühl. Ich hole diese Seele ab, weil die partout nicht auf die Welt wollte. Und ich habe sie so quasi in meinem Erfahrungs... Und dann war ich wieder hier und habe mal allen Ärzten erzählt, dass ich tot bin, und war dabei komplett glückselig. Mhm. Und dann habe ich deine Geschichte gelesen und habe gedacht, du hast eigentlich eine komplette Schulung ja mitgebracht von deiner Reise. Ich habe eigentlich nur eine Erfahrung mitgebracht von dieser Reise, die also in mir hinterlassen hat, nichts ist so real, wie es scheint. Ja. Nichts ist so schlimm, wie es scheint. Nichts ist so endgültig, wie es scheint. Und es gibt etwas, was so viel größer wirkt, ist, was in uns wirkt. Das ist so meins, was ich mitgebracht habe. Aber das Faszinierende, was für mich so weiterging, wo ich dann dir so beim Lesen zugehört habe, war, also ich muss über mich ehrlich sein. Ne? Also manchmal sitze ich hier, also ich weiß nicht, wie dein Leben ist, aber meins ist so, ich bin ein ziemlicher Einsiedler. Ich wohne hier umgeben von irgendwie 40 Quadratmetern Wald auf dem Dorf, und also ich habe ganz wenig, also Ausgehen oder Partys oder so, es gibt ganz wenig, was nicht Stille oder Natur oder meine Familie ist. Mhm. Ich wüsste auch ehrlich gesagt bei den allermeisten Veranstaltungen überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ja. Und wenn ich dich dann so erlebe, und manchmal frage ich mich, warum bin ich eigentlich immer noch hier? Also nicht, dass ich irgendwie Todessehnsucht hätte oder so, aber manchmal frage ich mich das, weil es schon irgendwie, also für mich hat diese Welt nicht so richtig was, wo ich denke, oh, das hätte ich so gerne von dieser Welt. Und da frage ich mich, ich muss mit dir reden, weil sie ist zurückgekommen, sie wollte zurückkommen, ich habe auch verstanden in meinem Lesen, warum sie zurückkommen wollte. Aber was machst du jetzt auf dieser Welt? Guck mal, meine Frage ist gar nicht, was hätte ich gerne von der Welt, sondern
was kann die Welt von mir brauchen? Ja, ja, das tue ich ja auch ganz viel. Und da wurde mir ganz schnell bewusst, vor allem nachdem ich dann gelernt habe, wie ich all diese Erkenntnisse umsetze und was es bedeutet, dann so seine Ängste zu sprengen und so mit diesen Herausforderungen umzugehen, dann habe ich ziemlich schnell begriffen, dass es wohl meine Aufgabe sein wird, das, was ich dort gelernt habe, an die Menschen weiterzugeben. Und mir war immer ganz wichtig, ich hatte so ein paar Werte, die mir wichtig sind, zum Beispiel Authentizität, Augenhöhe, nahbar sein, wir sind alle gleich, es darf leicht sein. Also für mich ist zum Beispiel alles ein Zauber. Ich liebe das Wort Wunder und Zauber. Und ich merke, dass ich seit dieser Erfahrung mit Freude meine Grenzen sprenge. Also ich liebe Herausforderungen und ich liebe es, wenn ich merke, dass ich vor irgendwas Angst habe. Und habe gelernt, dann mache ich es erst recht. Weil mir klar war, dass jede Angst für mich, das ist für mich wie so ein Navi. Da gibt's was dahinter. Genau, wie so ein, da leuchtet so ein grüner Pfeil auf, da entlang geht's. Ja, ja, das kenne ich auch. Aber für mich gibt es die Welt und für mich gibt es diesen Planeten Erde. Und das, was ich dich unbedingt fragen wollte, ist, in dieser Welt, in unserer menschengemachten Welt, da ist natürlich es schön zu teilen und zu dienen, das macht mir auch große Freude. Und mir macht es auch Freude, dieses Abenteuer mit der Natur und auch durchaus in dem Menschsein. Aber die Abläufe in der Welt, gibt es da noch irgendwas, was dich anzieht, neugierig macht? Nein. 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 Und das macht es alles ein bisschen langweilig. langweilig ist das falsche Wort. Aber ich glaube, das hat was mit diesem Zustand zu tun, dieses im Jetzt-Sein. Ja. Ich glaube, dass es viel eher daran liegt, dass ich habe kein Ziel. Ich habe keinen Fokus auf irgendetwas, sondern es interessiert mich wirklich nicht, was in 5 Minuten ist. Ich bin generell offen und neugierig. Und das Schöne ist, dass ich zeitgleich auch in diesen Sphären existiere und mir dessen bewusst bin. Ich bin also nicht nur Mensch, sondern ich bin, wenn du mich fragst, Anke, was bist du oder wer bist du, dann würde ich lachen und würde sagen, ich bin alles. Mhm. Und das ist mir bewusst, weißt du. Ich habe da nichts zurückgelassen in diesen Welten, sondern ich habe es mitgenommen. So fühlt sich's auf jeden Fall an. Und ich weiß, dass das jeder kann. Ich weiß, dass das ist diese Geschichte mit den Kokons, die ich da im Buch. Ja. Habe. Ich habe gelernt, wie man diese Kokons sprengt, wie man sie sich bewusst macht, wie man sein Bewusstsein ausdehnen kann in diese Felder. Und dann lebt es sich wirklich anders, wesentlich entspannter. Aber man muss auch bereit sein, die alte Vorstellung, wie das Leben zu sein hat, die muss man loslassen können. Ich auch. Wie ist es, wenn ich sage, man muss bereit sein, allein auch zu sein? Im Sinne von alleins, aber auch von mit mir? Ja. Wobei das ist keine, also ich bin, wenn du von dir erzählst, dann muss ich hier lächeln, denn mir geht es ganz genauso. Wir leben am Waldrand, wir haben hier Katzen, ich lebe hier mit meinem Mann und fahren gern Fahrrad, ich gehe gern spazieren, ab und zu fahre ich auch Motorrad, das mag ich auch noch ganz gern. Aber dann, die meiste Zeit bin ich gern mit mir. Ja. Bin ich
all eins. Und ja, das hat nichts, aber nichts mehr mit dieser Einsamkeit zu tun, die ich von früher kenne. Ja. Die ist komplett weg. Da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern, wie sich das anfühlt. Ja. Also ich mach manchmal Scherz und sage, boah, ich brauche einfach jetzt viel Zeit mal wieder für nichts. Genau, genau. Ich sage immer, oh, ich liebe es, dumm zu gucken. Ja, genau. Obwohl es ja kein dumm Gucken ist, aber es ist so erfüllt. Ich bin so voll mit allem und ich liebe es, stundenlang einfach nur zu staunen. Du weißt genau, was ich damit meine. Absolut, absolut. Absolut. Ich könnte gerade jedes einzelne Blatt an den Bäumen um mich rumzählen, aber das ist dann doch ein bisschen viel. Ich kann nur sagen, ich könnte jetzt wirklich Stunden mit dir weiter reden und staunen und ich glaube auch schweigen. Und ich bin von wirklich, wie ich es vorher schon gesagt habe, ohne zu wissen, so kann ich jetzt nur sagen, nach dem Gespräch, ich bin nicht nur von meinem Herzen, ich bin wirklich von meiner ganzen Seele dankbar für dieses Buch, das mir eine Frau geschickt hat, einfach so, weil sie gesagt hat, ich glaube, Sie müssten dieses Buch mal lesen. Oh, wie schön. Und also das sollte so sein für das Gespräch mit dir, aber ich habe eigentlich schon vorher die letzten Tage mit dir fast wie gelebt. Und ich kann nur sagen, hier vor allen anderen Ohren, ich habe das Gefühl, irgendwie werden wir uns wieder begegnen und irgendwas wird da vielleicht auch daraus entstehen. Ich weiß es nicht. Ich bin nur unfassbar dankbar und ich möchte bitte allen von ganzem Herzen, die hier zugehört haben, vor allen Dingen Sie, liebe Frauen, nochmal vielleicht mit diesem Gespräch daran erinnern, wie groß sie sind, welche Kräfte in ihnen wirken, dass sie die Schöpferin sind, dass ihre Liebe so eine unglaubliche Kraft hat und dass sie verbunden sind. Und ja, und ich kann nur allen sagen, in dieser Zeit 9 Tage Unendlichkeit. Hinsetzen, lesen, in den Kokon sich einhüllen und in eine andere Welt eintauchen, in der wir alle verbunden sind. Danke, danke. Jetzt reimt sich das auch noch, liebe Anke. Ja. Das war nicht geplant. Also ich danke sehr. Ich danke dir, liebe Eva, und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das nicht das letzte Mal war. Ja. Ach, das hat jetzt tief in meinem Inneren was berührt, dieses Gespräch. Und ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht auch kennen aus Ihrem Leben, dass es manchmal Menschen gibt, die etwas erlebt haben, was über den eigenen Horizont weit hinausgeht, über die eigene Erfahrungswelt. Und manchmal wird da so etwas in einem erinnert, jenseits des Verstandes, jenseits der bewussten Erfahrungen. Und auf einmal ist da was in einem, wo man weiß, wow, das ist irgendwie eine ganz andere Ebene von mir. Da geht eine Tür auf, die war bisher verschlossen. Und also ich kann nur sagen, beim Lesen dieses Buches, da ist was in mir wieder nochmal ein bisschen neu verbunden worden. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass vielleicht in diesem Gespräch auch etwas in Ihnen berührt wurde, was Sie nochmal erinnert hat, dass Sie verbunden sind mit etwas, das so viel größer ist und das die ganze Zeit in Ihnen wirkt, bei Ihnen ist. Und ich hoffe sehr, dass Sie nochmal Mut gefunden haben, ganz anders auf diese Krise zu schauen und sich daran zu erinnern, dass Sie diese Schöpferkraft in sich haben und dass jetzt die Zeit ist, der Saat. In unserem Garten hier sind gerade überall Tulpen und Osterglocken. Und die blühen jetzt, aber gesät habe ich sie im Herbst, da habe ich im Boden die Zwiebeln verbuddelt. Und wenn wir jetzt die Zwiebeln verbuddeln, wenn wir jetzt diese Zeit nutzen, um nach innen zu gehen, um uns auszurichten, um
uns zu fragen, wer will ich sein nach Corona? Was will ich loslassen? Was gehört schon lange nicht mehr zu mir? Wie soll diese Welt aussehen in meinen Vorstellungen, in meinen Träumen und welchen Beitrag will ich leisten? Dann sind das unsere Zwiebeln, die wir jetzt verbuddeln. Und ehe wir uns versehen, wenn wir das alle jetzt tun, wenn wir alle unsere Herzen öffnen, nach innen gehen, dann werden diese Zwiebeln blühen und aufgehen in der Zeit nach Corona. Und diese neue Welt wird entstehen und jede von uns kann was dazu beitragen. Ich kann Sie nur von ganzem, ganzem Herzen einladen, am Mittwochabend mit mir zusammen nochmal Zwiebeln zu setzen. Mittwochabend geht es nochmal darum, dass wir Frauen miteinander uns daran erinnern, dass wir auch die Schöpferin unseres Lebens in der Krise sind. Ich rede jetzt seit 2 Jahren über nichts anderes. Mittwochabend, 20 Uhr. Können Sie mir alle Fragen stellen, praktisch aus Ihrem Leben, wie Sie diese Krise nutzen können, was Sie in sich da finden können, wie das alles geht, von innen zu schöpfen. Und wir werden natürlich zusammen auch meditieren und uns ausrichten. Unsere Herzen gemeinsam ausrichten. Die, die das schon mit mir erlebt haben, wissen, dass es ein unfassbar kraftvolles weibliches Feld, das wir da zusammen aufbauen können, das nicht nur uns selbst dient, sondern das wir hinausschicken können in diese Welt, die eine Welt ist, in der auf unsichtbarer Ebene solche Kräfte ankommen. Also, ich werde jetzt ganz beseelt aus diesem Gespräch in mein Alltagsleben hier zurückkehren und ich wünsche Ihnen das auch und vergessen Sie nicht, Ihre Liebe kann alles. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind und ich freue mich natürlich, wenn Sie diesen Podcast auch teilen mit all denen, denen so ein Gespräch mit so einer wunderbaren Frau gut tun könnte. Tschüss! Das war Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst.